Moin Leute, und heute zeige ich euch einen wirklich heftigen und wirklich krass seltenen Glitch. Und zwar zeige ich euch, wie ihr eure Avenger selber merchen könnt. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und Leute, abonniert mich für diesen krass seltenen Glitch, denn sowas seht ihr nirgendwo. Aber gut Leute, ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Und Leute, am besten schreibt ihr mit, denn es sind einige Sachen. Und zwar braucht ihr den Nachtclub. Im Nachtclub braucht ihr die D2, D4 und B5 Garage. B5 ist die Terabyte Garage und ihr braucht auch die Terabyte dafür. Und die B2 und B4 Garagen müssen voll sein. In B2 braucht ihr ein einzigartiges Motorrad. Was bedeutet einzigartig? Naja, das Motorrad dürft ihr nur einmal besitzen, damit ihr es bei MC President bestellen könnt. Und Leute, das ist wirklich wichtig. Das Motorrad müsst ihr genau identifizieren können, deswegen muss es einzigartig sein. Und in der B4 Garage braucht ihr ein Geberauto, sprich, was die Tuning-Teile besitzt, was später eure Avenger haben soll. Aber Achtung Leute, das Motorrad und das Auto, was in B4 geht, was die Geber-Tuning-Teile hat, verliert ihr bei diesem Glitch. Deswegen überlegt euch gut, was ihr verwenden möchtet. Außerdem braucht ihr noch ein Auto, was ihr generell so verliert. Es muss irgendwo geparkt sein, das ist generell egal. Ihr braucht für diesen Glitch auch noch eine Basis, inklusive Avenger natürlich. Diese Basis muss natürlich auch voll sein. Außerdem braucht ihr in der Basis auch den Überfall Akt 2 Finale, Leute. Ihr braucht wirklich von Akt 2 das Finale. Gegebenenfalls, Leute, lade ich auch nächste Woche nochmal hoch, wie ihr die ganzen Vorbereitungen für Akt 2 überspringen könnt, damit ihr diesen Glitch besser hinbekommt. Und außerdem, Leute, als letztes, was ihr für diesen Glitch wirklich braucht, ist ein Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und noch ein kleiner Tipp von mir direkt am Anfang. Was euch vielleicht helfen könnte für diesen Glitch, ist auch, wenn ihr ein Auto besitzt, was mit T anfängt oder mit A bzw. B. Es hat einen Grund, dass ihr später den Terabyte und die Avenger auswählen müsst. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Na, wenn ihr es habt, optimal. Und Leute, am Ende des Videos werde ich euch nochmal zeigen, wie ihr den kaputten Garagenstellplatz und den Terabyte wieder in die Terabyte-Garage bekommen könnt. Denn durch den Glitch werdet ihr diese Sachen leider bekommen. Aber keine Sorge, Leute, am Ende des Videos zeige ich euch, wie ihr das Ganze wieder rückgängig machen könnt. Deswegen bleibt bis zum Ende des Videos dran. Und ich betone hier wirklich, Leute, achtet wirklich auf jeden verdammten Schritt, denn sonst passieren Sachen, die ihr gar nicht machen wolltet. Aber gut, das waren jetzt die ganzen Sachen, die ihr für diesen Glitch braucht. Ich weiß, es sind unglaublich viele Sachen und dieser Glitch ist wirklich auch nicht leicht. Deswegen sage ich jetzt direkt an euch, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit diesem Glitch, schreibt es in die Kommentare und ich versuche es zusammen mit meinen Moderatoren, euch so gut zu helfen, wie es geht, Leute. Dieser Glitch funktioniert wirklich, er ist wirklich machbar, aber er ist nicht leicht. Aber ich muss mal sagen, fangen wir doch mal mit dem Glitch überhaupt an. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in einer Sitzung. Das ist ganz wichtig, dass euer Freund schon mit in der Sitzung ist. Als erstes bestellt ihr euch ein Auto, was mit T anfängt. Hier zum Beispiel der Trigon aus dem Summer DLC. Denn jetzt fahrt ihr bzw. teleportiert ihr euch zu eurer Basis. In meinem Fall bin ich jetzt schon da. Denn jetzt gehen wir in die Basis rein. Und lauft jetzt zum Überfall. Ihr müsst euch jetzt als MC-President oder als CEO registrieren, damit ihr auch auf diese Überfallstafel zugreifen könnt. Denn jetzt als nächstes brauchen wir einen Job von Geralt oder Simeon. Denn wir müssen eine Kontaktmission auf dem Handy haben. Das bedeutet, ihr ruft euren Kontakt an und fordert einen Job an. Habt ihr diesen Job bekommen, müsst ihr jetzt aufs Handy gehen, geht auf Jobliste, geht auf den Job drauf, sodass ihr theoretisch nochmal einmal X drücken müsstet, um den Job anzunehmen. Okay Leute, jetzt wird es ein bisschen timingmäßig. Das wird es auch wirklich lange bei euch dauern, das kann ich euch versprechen, denn bei mir hat es auch Ewigkeiten gedauert, bis ich es mal hinbekommen habe. Denn jetzt müssen wir uns den Jobglitch machen, so nennt man das. Das bedeutet, wir akzeptieren gleich den Job auf dem Handy, gehen aber zugleich ins Optionsmenü. Also gut Leute. Jetzt nochmal zum Anfang an, damit ihr es auch direkt versteht. Also ihr steht jetzt vor der Tafel, ihr habt oben links die Meldung mit der rechten Pfeiltaste. Wenn ihr diese Meldung habt, öffnet ihr euer Handy, geht auf die Jobliste, geht auf den Job, sodass ihr nochmal einmal X drücken müsstet, um den Job anzunehmen. Wenn ihr das soweit gemacht habt, optimal. Und jetzt kommt das Timing. Ihr haltet jetzt die Optionstaste gedrückt, wirklich gedrückt halten. Jetzt passiert bei euch noch gar nichts. Und sobald die Optionstaste loslässt und X direkt danach drückt, öffnet sich das Optionsmenü und ihr hört bei eurem Headset, bzw. Fernseher, Lautsprecher etc. ein Klicken, dass ihr aufs Handy was gedrückt habt. Wenn ihr das gehört habt, Leute, wisst ihr schon, okay, ich habe was richtig gemacht. Also das ist schon mal ein guter Schritt. Aber das war jetzt noch nicht der schwierige Teil. Denn jetzt
gehen wir auf Online, Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Missionen und starten zum Beispiel Job für einen Titan. Aber Achtung Leute, sobald ihr die Meldung mit X bestätigt, dass ihr diesen Job wirklich reingehen wollt, müsst ihr rechte Pfeiltaste spammen und X spammen, was das Zeug hält. Und zwar so lange, bis ihr in den Job drin seid. Also Leute, ich mache das jetzt. Ich spamme rechte Pfeiltaste und X durchgeht. Klack, 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 klack. Ihr wisst Bescheid. So, was passiert jetzt? Optimal im Fall. Solltet ihr jetzt in euren Überfall reingezogen werden, aber oben in der Überschrift vom Überfall steht jetzt nicht irgendwie, dass es von Leste ist, dieser Job. Nein, auf einmal steht da Simeon oder Geralt. Und wenn ihr das habt, Leute, Jackpot. Wirklich, Jackpot. Wenn ihr das nicht habt, wenn bei euch steht Lester und 2 von 4, ne, das ist immer ein Indikator dafür, dass ihr es nicht hingekriegt habt, dann wisst ihr, okay, der Jobglitch hat nicht funktioniert und ihr müsst den ganzen Drist nochmal von vorne machen. Das bedeutet, gehen jetzt wieder zu unserer Tafel, so dass wir oben links die Meldung haben, rechte Pfeiltaste, um einen Überfall zu starten, gehen jetzt auf unser Handy, gehen auf Jobliste, gehen auf den Job, so dass wir nur noch einmal X drücken müssen. Dann halten wir die Optionstaste gedrückt, lassen sie los, drücken danach direkt X. Das bedeutet, unser Optionsmenü öffnet sich, aber wir hören auch ein Klicken, dass wir aufs Handy was gedrückt haben. Wenn wir das geschafft haben, gehen wir wieder auf Online, Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt, Missionen. Und sobald wir die Meldung, dass wir wirklich in den Job reingehen wollen, akzeptiert haben, müssen wir rechte Pfeiltaste und X spammen, was das Zeug hält. Gut Leute, ich spule jetzt mal vor. Ich hab's jetzt geschafft. Ihr seht auch den Unterschied, dass jetzt da oben auch Geralt steht, statt Lester. Okay, jetzt ladet ihr euren Freund ein. Und wie gesagt, euer Freund muss schon mit euch in der Sitzung sein, denn sonst könnt ihr ihn nämlich nicht einladen für diesen Job. Okay, ist euer Freund beigetreten, könnt ihr auch starten. Ihr werdet einen sehr, sehr verbuggten Ladescreen bekommen, aber ihr müsst hier nichts drücken. Alles gut. Ihr werdet jetzt hier in der Basis spawnen oder aber auch oben an der Oberfläche in einer Tankstelle. Ist ja generell egal, wo ihr spawnt. Ihr seht, dass hier irgendwas passiert. Wenn ihr auf einmal das Team seht, wo ihr drin seid, nämlich das U-Boot-Team, Gewinneaktion und das getunte Fahrzeug. Und Leute, deswegen solltet ihr jetzt auch ein Fahrzeug auswählen, was mit T anfängt am Anfang des Videos. Denn jetzt müsst ihr rechts bis links scrollen, bis euer Terabyte kommt. Habt ihr euren Terabyte ausgewählt, drückt ihr auf Bereit. Und Leute, unten rechts müsst jetzt bei euch die Zeit ablaufen. Falls euch die Zeit nicht abläuft, warum auch immer, dann müssen die Glitch wieder von ganz von vorne machen. Leider. Manchmal passiert das, ist aber eigentlich relativ selten, dass es passiert. Also mir ist das maximal zweimal passiert, glaube ich. Aber gut, egal. Die Zeit läuft jetzt ab. Sobald ihr in den Job beide drinne seid, muss jetzt euer Freund den Job übers Handy verlassen oder GTA schließen oder warum auch immer. Er muss auf jeden Fall diesen Job quitten. Warum das Ganze, Leute? Denn wir müssen jetzt die Fehlermeldung erhalten. Fehlgeschlagen, dein Team ist ausgestiegen. Denn jetzt drücken wir auf Fortfahren und gehen auf den freien Modus. Das ist ganz wichtig, Leute, ihr müsst auf freien Modus gehen. Dadurch, dass wir jetzt in freien Modus gekommen sind, werden wir jetzt an Mount Chiliad spawnen. Und Leute, wenn ihr jetzt die Optionstaste drückt und auf Karte schaut, werdet ihr merken, dass jetzt euer Terabyte draußen steht. Genau das, Leute, braucht ihr. Als nächsten Schritt müsst ihr jetzt zu euren Nachtclub. Aber Leute, in meinem Fall mache ich jetzt einen Job-Teleport. Das könnt ihr machen, wenn ihr jemanden findet, der einen anderen Zielmodus als ihr habt. Ich zeige euch jetzt hier mal, sprich ich gucke jetzt auf der Karte, welcher Job jetzt in der Nähe ist von meinem Nachtclub. Sprich ich starte den jetzt und sobald ich den gestartet habe, suche ich jetzt jemanden raus, der einen anderen Zielmodus hat. Sprich ich trete den jetzt bei. Bei der ersten Meldung werdet ihr sowieso gefragt, ob ihr sicher seid, dass ihr ihn beitreten möchtet. Ihr drückt ihr gar nichts, Leute, denn wir treten den jetzt denjenigen nochmal bei. Wenn dieser Typ einen anderen Zielmodus hat, was ihr ja braucht, wird sich jetzt die Meldung GTA geändert haben. Jetzt müsst ihr bei euch stehen, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Und Leute, jetzt drückt ihr Kreis. Und dadurch, dass ihr jetzt Kreis drückt, Leute, werdet ihr aus dem Job rausgeschmissen wegen Netzwerkfehler. Und genau das braucht ihr, denn jetzt steht ihr direkt vom Nachtclub, beziehungsweise steht jetzt genau an dem Jobpunkt, wo dieser Job gewesen wäre. Ganz praktisch, Leute, kann ich euch nur empfehlen, diese Variante auch zu machen, spart euch jede Menge Zeit. Aber unser Terabyte steht noch an Mount Chiliad. Na, bisschen unpraktisch, denn wir brauchen unseren Terabyte. Deswegen gehen wir jetzt einfach zu Fuß wieder in den Jobkreis rein. Einfach nochmal reingeläutet mit rechter Pfeiltaste. Sind wir im Jobmenü angekommen, gehen wir einfach wieder raus. Und so einfach ist das, Leute. Denn sobald wir wieder draußen gespawnt sind, werden wir unser Terabyte in der Nähe von uns finden. Gut, ihr steigt jetzt ein, Leute. Ihr solltet, bevor ihr jetzt irgendwas macht, erstmal kontrollieren,
ob eure B2-Garage wirklich voll ist. Deswegen geht raus aufs Handy, geht ins Internet, kauft euch einen kostenlosen LG und schaut, ob eure Garage bzw. eure B2-Garage wirklich voll ist. Und das, Leute, empfehle ich euch bei jedem Schritt, wo ihr irgendwas macht, immer vorher kontrollieren, ob die Garagen voll sind. Denn sobald die Garagen nicht voll sind, werdet ihr komische bzw. teilweise sehr nervige Auswirkungen von diesem Glitch haben. Deswegen kontrolliert das besser. Aber gut, in meinem Fall hatte ich das natürlich 10.000 Mal kontrolliert. Deswegen ich weiß, dass die B2-Garage voll ist. Wir gehen jetzt in die B2-Garage und ihr werdet sofort eine Meldung bekommen, dass die Garage ja voll ist. Und genau das brauchen wir, Leute. Denn jetzt drücken wir X, um zu sagen, ja, wir möchten umparken und wählen unser Motorrad aus. Das hat einen Sinn, dass unser Terabyte jetzt in unserer B2-Garage steht, aber unser Motorrad, Leute, unser Motorrad steht jetzt in der Terabyte-Garage, in der B5-Garage. Und das ist der ganze Trick hierhinter, denn wir gehen jetzt hier raus, registrieren wir uns als MC-Präsident, falls wir das nicht schon sind, und bestellen das Motorrad raus, was jetzt in der B5-Garage steht, was in der Terabyte-Garage steht. Denn als nächstes, Leute, müssen wir das Motorrad verkaufen. Und kleiner Fun-Fact nebenbei, falls ihr eine Verkaufssperre habt, wegen irgendwelchen ominösen Money-Glitches oder sonst irgendwie, könnt ihr natürlich diesen Merch-Glitch leider nicht machen. Ist zwar ein bisschen nervig und tut vielleicht einen und anderen auch sehr weh, aber ich werde auch demnächst mal ein Video hochladen, wo ich euch zeige, wie man GIF Avenger zu Friends machen kann. Denn da gibt es nämlich auch einen Glitch, aber ich bin ein persönlicher Typ, der es immer gerne selber merchen möchte. Wir verkaufen das Motorrad. Haben das Motorrad jetzt verkauft, nehmen wir jetzt vom Alice Customs. Als nächstes bestellen wir uns ein Auto, was mit A anfängt, falls ihr das nicht habt, mit D. In meinem Fall habe ich jetzt den Auchtag bestellt. Habt ihr das Auto bestellt, müsst ihr als nächstes unseren Spawnpunkt auf die Basis setzen. Haben wir den Spawnpunkt auf die Basis gesetzt, müssen wir, um das Ganze abzuspeichern, noch unser Outfit ändern. Dafür geht ihr einfach auf Stil, Outfits und wählt irgendein anderes Outfit aus und schließt euer Interaktionsmenü. Ihr werdet jetzt unten rechts eine orangene Ladeschnecke bekommen. Sobald diese Ladeschnecke vorbei ist, können wir eine neue Sitzung suchen. Okay, Leute, ich habe jetzt eine neue Sitzung gesucht und bin jetzt auch gespawnt und wir werden jetzt direkt in die Basis geworfen. Seid ihr in der Basis drinne, müsst ihr natürlich euren Freund auch erstmal in die Sitzung wieder einladen, denn das ist natürlich wieder ganz wichtig für diesen Schritt. Denn als nächstes müssen wir das Ganze, was wir jetzt eben gemacht haben, eigentlich nochmal tun. Das bedeutet, wir rufen jetzt wieder Geralt oder Simeon an und fordern einen Job an. Habt ihr einen Job bekommen, müssen wir natürlich jetzt wieder zu unserer Planungstafel gehen und das da oben steht, rechte Pfeiltaste drücken, um den Planungsbildschirm anzusehen. Genau diese Meldung brauchen wir jetzt, denn jetzt können wir wieder das Handy öffnen, gehen auf Jobliste, gehen auf den Job. Jetzt, Leute, müssen jetzt wieder die Optionstaste gedrückt halten. Sobald wir die Optionstaste loslassen, müssen wir sofort X drücken, also kurze Zeit danach. Das bedeutet, euer Optionsmenü öffnet sich und ihr hört ein Klicken in euren Headset, Lautsprecher, Fernseher, wie auch immer. Das ist schon mal der erste Indiz, dass es bei euch schon mal funktioniert. Denn als nächstes müssen wir jetzt wieder auf Online, Jobs, Jobspiel und von Rockstar erstellt, Mission und zum Beispiel Job für ein Titan. Und sobald ihr die Meldung bestätigt, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Job starten möchtet, müsst ihr die rechte Pfeiltaste und X spammen, was das Zeug hält, und zwar so lange, bis ihr irgendwo reingespawnt seid. Und Leute, ihr werdet wieder sehen, ob es bei euch funktioniert hat, wenn bei euch der Überfall ist, aber oben in Klammern nicht Lester steht, sondern Simeon oder Geralt. Und Leute, wie gesagt, dieser Part kann wieder bei euch echt lange dauern, bis ihr das hinbekommen habt, deswegen verliert nicht den Mut, der Glitch funktioniert. Aber gut, Leute, ich zeige euch jetzt, wie es bei mir funktioniert hat. Das ist jetzt der Versuch, der bei mir geklappt hat. Das bedeutet, ich gehe zur Planungstafel, so dass ich oben links die Meldung habe, für rechte Pfeiltaste drücken und so weiter. Jetzt öffne ich das Handy, gehe auf Jobliste, gehe auf den Job von Geralt, so dass ich nur noch einmal X drücken müsste, um den Job zu starten. Jetzt halte ich die Optionstaste gedrückt, lasse die Optionstaste los, drücke sofort danach X, sprich, mein Optionsmenü öffnet sich, aber ich höre auch ein Klicken auf dem Handy. Jetzt gehe ich auf Online, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Mission, Job für einen Titan. Und sobald ich Meldung bestätige, den Job zu starten, spamme ich die rechte Pfeiltaste und X gleichzeitig und das, was Zeug hält, bis ich irgendwo reingespawnt bin. Und Leute, ihr seht, ich bin jetzt in Überfall reingespawnt und bei mir steht in Klammern Geralt. Und sobald ihr das habt, Leute, perfekt, ladet jetzt euren Freund ein. Habt ihr euren Freund eingeladen, könnt ihr starten.
Habt ihr den Job gestartet, werdet ihr wieder eine komische verbuggten Ladenscreen haben und ihr werdet oben an der Tankstelle gespawnt sein oder auch einfach mitten in eurer Basis. Denn jetzt werdet ihr die Option sehen, Team ansehen, U-Boot-Team, das seid ihr, die Gewinneraktion und das getunte Fahrzeug. Euer getuntes aktuelles Fahrzeug ist jetzt in unserem Beispiel der Autar. Aber jetzt, Leute, müssen wir unsere Avenger finden. Das bedeutet, wir drücken jetzt wieder die rechte linke Pfeiltaste und suchen unsere Avenger. Sobald wir unsere Avenger gefunden haben, drücken wir auf Bereit. Und Leute, falls unten rechts bei euch nicht die Zeit abläuft, müsst ihr das Ganze wiederholen. Also nicht den kompletten Glitch, sondern den Part jetzt hier. Damit ihr Bescheid wisst. Denn bei euch muss die Zeit ablaufen. Und sobald die Zeit abgelaufen seid und ihr auch im Job gespawnt seid, das kann ja auch ein bisschen länger dauern in diesem Fall, muss euer Freund den Job verlassen. Sprich, er geht aufs Handy, Jobliste, Viereck und bestätigt, dass er den Job verlassen möchte. Oder er schließt GTA oder geht Story-Modus oder wie auch immer. Ich schätze, ihr wisst, was ich meine. Denn als nächstes müsst ihr jetzt natürlich auf Fortfahren klicken und klickt auf freien Modus. Das ist ganz wichtig, Leute, dass ihr auf freien Modus klickt. Und kurze Zeit später werdet ihr in eine Lobby spawnen und wieder an Mount Chiliad. Das Besondere, Leute, sobald ihr die Optionstaste drückt und euer Menü öffnet, werdet ihr auf der Karte, naja, irgendwie nichts sehen. Kein persönliches Fahrzeug. Und genau, Leute, das braucht ihr. Das ist optimal. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen für euch. Denn als nächstes müssen wir jetzt zu unserer Basis fahren, teleportieren, wie auch immer. In meinem Fall mache ich jetzt einfach den Job-Teleport-Glitch, wie ich ihn euch eben erklärt habe. So, ich bin jetzt an der Basis angekommen. Als nächstes, Leute, müsst ihr ein Fahrzeug auswählen, was ihr jetzt verliert. Also wirklich, Leute, dieses Fahrzeug werdet ihr verlieren. Deswegen nehmt ihr jetzt einfach einen kostenlosen LG zum Beispiel aus irgendeiner Garage. Das ist völlig egal, in welcher Garage und natürlich jetzt nicht außer Basis. Ist ja logisch, aber aus irgendeiner normalen Garage halt. Habt ihr das Fahrzeug ausgewählt, fahrt jetzt zu eurer Basis. Und Leute, ich betone nochmal, kontrolliert am besten nochmal über Handy, ob eure Basis wirklich voll ist. Aber gut, in meinem Fall weiß ich ja, dass die Basis voll ist und ich fahre einfach direkt rein. Werdet jetzt die Meldung haben, eure Basis ist voll. Möchtet ihr das Fahrzeug umparken und ihr drückt jetzt hier Ja. Denn ihr müsst jetzt euren LG irgendwo hinparken. Und es ist völlig egal, wohin, parkt ihn einfach irgendwo hin. Und ihr werdet auf einmal sehen, Leute, dass eure Avenger ungetuned ist. Also sprich, falls eure Avenger vorher Tuningteile hatte, hat sie jetzt die Tuningteile verloren. Und Leute, das ist auch wiederum ein sehr gutes Zeichen, dass bisher alles funktioniert. Denn als nächstes müssen wir jetzt einfach in die Avenger einsteigen, drücken die rechte Pfeiltaste, um an der Avenger zu tunen. Und als nächstes, Leute, müsst ihr irgendwas umändern. Es ist völlig egal, was ihr umändert, Hauptsache irgendetwas. In meinem Fall habe ich jetzt einfach die Panzerung 20% verstärkt. Gut, habt ihr irgendwas umgetunt, steigt jetzt wieder aus der Avenger raus und geht zu Fuß aus der Basis raus. Seid ihr draußen angekommen, müsst ihr jetzt euren Spawnpunkt auf den Nachtclub setzen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, Leute, dass ihr jetzt euren Spawnpunkt im Interaktionsmenü auf Nachtclub setzt. Und sobald ihr das gemacht habt, Leute, müsst ihr euch jetzt natürlich wieder euer Outfit ändern. Habt ihr euer Outfit geändert und habt gesehen, dass es mit der orangen Ladeschnecke alles gespeichert hat, geht jetzt einfach in den Story-Modus. Seid ihr im Story-Modus angekommen, geht es einfach in eine Einladungssitzung. Seid ihr in der Einladungssitzung gespawnt in euren Nachtclub, müsst ihr jetzt einfach in eure B2-Garage gehen. Seid ihr in eurer B2-Garage angekommen, da wo euer Terabyte steht, steigt jetzt in euren Terabyte ein und drückt die rechte Pfeiltaste, um zu tunen. Und Leute, klingt verrückt, aber ja, ihr könnt hier den Terabyte tunen. Unlogisch, aber funktioniert. Und ihr müsst jetzt irgendwas umtunen. In meinem Fall habe ich jetzt einfach die Panzerung von 100% auf 0% gemacht. Ist jetzt generell auch egal, Hauptsache irgendwas Billiges umgetunt. Habt ihr das gemacht, Leute, steigt jetzt einfach wieder aus und lauft zu Fuß aus dem Nachtclub raus. Seid ihr draußen angekommen, Leute, müsst ihr euer Fahrzeug anfordern, euer persönliches Fahrzeug über das Interaktionsmenü. Und Leute, es ist hier auch ganz wichtig, dass dieser Schritt genau so funktioniert, denn es wird jetzt euer Terabyte spawnen. Spawnt euer Terabyte nicht, sprich ruft euer Mechaniker euch an und sagt, ey, irgendwas ist schiefgelaufen, ich kann gerade nicht liefern oder sonst irgendwas, hat dieser Glitch irgendwo, warum auch immer, bei euch nicht funktioniert und ihr müsst das komplett nochmal von vorne machen. Falls das an dieser Stelle bei euch jetzt auch passiert ist, dass der Terabyte nicht geliefert ist, müsst ihr jetzt auch zum Ende des Videos gehen und euch nochmal anschauen, wie ihr den Terabyte überhaupt wieder in die Terabyte-Garage reinbekommt und so weiter. Denn ihr müsst natürlich den Anfangszustand, bevor ihr den Glitch ausgeübt, wiederherstellen, damit ihr den Glitch auch wieder von neu machen könnt. Deswegen ist dieser Glitch auch so krass aufwendig. Glaubt mir, Leute, das ist leider so. So, aber hier hat es ja jetzt funktioniert. Sprich, unser Terabyte ist jetzt hier gespawnt. Als nächstes müssen wir jetzt in die B4-Garage fahren. Und Leute, wieder kontrolliert, dass eure B4-Garage
voll ist. Ne, sprich, ihr geht übers Handy, Internet, kauft euch kostenlosen Energy und schaut, ob die B4-Garage euch angezeigt wird. So, aber gut, in meinem Fall weiß ich ja, dass die B4-Garage voll ist. Das bedeutet, ich fahre jetzt in die B4-Garage rein. So, ihr werdet jetzt die Meldung bekommen, dass eure B4-Garage ja voll ist. Und genau diese Meldung braucht ihr, Leute. Diese Meldung akzeptiert ihr jetzt natürlich auch mit X. Denn jetzt müsst ihr euer Terabyte auf das Fahrzeug platzieren, was die ganzen Genie-Teile besitzt, was später eure Avenger haben soll. Also in meinem Fall ist es jetzt hier der Käfer, der jetzt leider leiden muss. Denn dieses Fahrzeug verlierte ja, wie ich am Anfang des Glitches ja gesagt habe. So Leute, ich habe jetzt einen Terabyte auf das Fahrzeug platziert und bin jetzt in der B4-Garage gespawnt. Glaubt's mir oder glaubt's nicht, eure Avenger ist ab diesem Moment gemerged. Um das Ganze jetzt natürlich auch noch zu speichern, müssen wir zu unserer Basis fahren, fliegen oder teleportieren in meinem Fall. Denn ich mache den Job-Teleport. Gut, ich bin jetzt an der Basis angekommen und gehe jetzt rein. Und tada Leute, eure Avenger ist jetzt gemerged. Um das Ganze zu speichern, müsst ihr irgendwas umtunen. Irgendwas Kleines. In meinem Fall habe ich jetzt wieder die Panzerung gemacht. Und ja, das war's Leute. Eure Avenger ist jetzt offiziell gemerged und der ganze Glitch ist jetzt vorbei. Aber gut Leute, wie am Anfang des Videos gesagt, habt ihr jetzt hier für diesen Glitch wirklich, wirklich viel machen müssen und habt leider auch sehr, sehr viel zerstörte Fläche dagelassen auf euren Account. Was meine ich mit zerstörte Fläche? Naja, eure Terabyte steht nicht in der Terabyte-Garage und ihr lauft Gefahr, einen kaputt geratenen Stellplatz in eurer Basis zu bekommen. Und das Leute ist ja eigentlich ziemlich ärgerlich. Um das Ganze wieder aufzuheben, gibt es natürlich hier ein paar gewisse Tricks und Dinge, die ich euch jetzt hier erkläre. Als erstes zeige ich euch ganz schnell, wie ihr diesen kaputten Garagenstellplatz vorbeugen könnt. Und zwar ist es wirklich mega einfach. Und zwar kauft ihr jetzt einfach, bevor ihr irgendwas macht, einen kostenlosen LG in eure Basis. Und Leute, das war's schon. So kann sich der kaputte Garagenstellplatz nicht festigen. Easy going, Leute. Als nächstes zeige ich euch den Terabyte. Ihr seht es auch nochmal hier im Hintergrund. In der B5-Garage ist kein Terabyte drin und unser Terabyte steht aktuell in der B2-Garage. Um den Terabyte aus der B2-Garage wieder in seine B5-Garage zu bekommen bzw. zu kopieren, müssen wir jetzt Folgendes tun. Ihr braucht jetzt ein Straßenfahrzeug. Ihr müsst jetzt irgendwo ein Straßenfahrzeug euch besorgen und in eure Garage parken. Und Leute, das Fahrzeug darf nicht versichert sein oder sonst irgendwas. Wirklich ein normales Straßenfahrzeug in die Garage, nicht tunen oder sonst irgendwas. Denn als nächstes müssen wir jetzt mit unserem Straßenfahrzeug zu unserem Nachtclub fahren. Steht ihr vor eurem Nachtclub, müssen wir das Fahrzeug jetzt explodieren. Haben wir unser Straßenfahrzeug in die Luft gejagt, gehen wir jetzt in die B2-Garage rein, wo unser Terabyte drin steht. Denn jetzt müssen wir in unser Terabyte einsteigen, drücken die rechte Pfeiltaste, um den Terabyte zu tunen und tunen hier irgendetwas um. Habt ihr irgendwas umgetunt, verlasst ihr die Garage mit, ich betone, mit den Terabyte. Habt ihr den Nachtclub mit Terabyte verlassen, steigt hier aus, setzt euren Spawnpunkt auf letzter Ort und Leute, ändert euer Outfit, um das Ganze nochmal abzuspeichern. Und jetzt könnt ihr einfach in den Editor gehen und danach wieder in eine Freundes- oder Einladungssitzung. Und sobald ihr in die Terabyte-Garage reingeht, werdet ihr sehen, dass eure Terabyte da drinne steht. Und Leute, so einfach ging das. Sprich Leute, wir haben jetzt den kaputten Garagenstellplatz in der B5-Garage wieder so gesehen repariert und unser Terabyte steht wieder an der richtigen Stelle. So Leute, es war jetzt wirklich ein verdammt langes Video. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Es ist wirklich einer der schwersten Glitches, die ich jemals gezeigt habe. Und Leute, wenn ihr wirklich Probleme habt mit diesem Glitch, meldet euch und wir versuchen euch so gut es geht zu helfen. Falls euch dieses schwierige Video trotzdem gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch nicht kennen, aber diesen Glitch unbedingt feiern und mit euren Freunden teilen wollt, abonniert mich, denn solche Glitches seht ihr nicht alle Tage. Aber ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.